Und wie baut man eine Monsterfalle um? Natürlich, man baut ein Häuschen drüber, dass unten auch tagsüber Spinnen spawnen und hoffentlich auch andere Monster. Ich hoffe, das klappt. Ich weiß nicht, ob es noch klappt. Früher hat es mal geklappt, vielleicht klappt es inzwischen nicht mehr. Wenn ich jetzt noch einmal klappt sage, dann werde ich bekloppt. Und natürlich zwischendurch immer alle Schafe abfarmen, jedes einzelne Schaf, weil wir so viel... Also folgendes. Entweder hat da jemand großen Hunger oder... Oder ich höre hier einen Zombie. Ich muss gleich nochmal eruieren. Ich gehe jetzt hier nochmal ganz schnell das Schaf abernten. Und jetzt möchte ich doch mal wissen, was es da gerade mit dem Zombie... Das war hier genau, ne? Hier so? Komme ich da jetzt näher, wenn ich hier hingehe? Moment. Ich bin mir nicht sicher. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt auch nicht einfach so nach unten graben, weil... Das könnte sich als ungesund erweisen, aber hier muss doch irgendwo eine Höhle sein und hier muss ja unten sein. Und ein Skelett habe ich auch... Ein Skelett habe ich auch gerade gehört mit klackernder Sehne, aber... Problem ist, dass wir eh keine Spitzhacken mehr haben. Da gucken wir auf jeden Fall später mal nach. Ich mache hier gerade mal eine Gedenkfackel, damit wir das nicht vergessen. So, hier, plopp, plopp. Machen wir uns einen schönen Eingang, dann bauen wir da oben wieder zu. Plopp, plopp. Sieht hübscher aus. Und dann gucken wir mal bei der Monsterfalle, weil die Monster AG, die können wir ja dann ganz easy cheesy, machen wir jetzt mal richtig. Da ist nämlich noch der Kiesklumpen von unserem, na, ich sag mal, von unserem nächtlichen Dilemma damals. Das Schweigen der Dilemma. Und, dann mache ich mal hier ganz kurz, zack, mit dem Glas. Nee, mache ich das überhaupt noch? Mache ich hier Glas? Ich muss überlegen. Und das dauert. Also, den Rest der Folge werde ich jetzt nur noch überlegen. Ich mache erstmal folgendes. Ich mache mir jetzt erstmal eine Axt. Und dann reiße ich mal das Holz oben weg. Und ich hoffe mal auf... ach ja, erstmal muss ich mir hier Stöcker machen. Zack, 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 zack. Dann hoffe ich einfach mal auf den guten Willen... der Strömungsgötter. Was mache ich denn hier? Ich mache doch das da, brauche ich. So, ich hoffe mal auf den guten Willen der Strömungsgötter, dass wir da relativ gut durchkommen. BZW, dass das ganze Holz nicht verloren ist, was da oben drauf ist. Weil, wenn ich nämlich hier das Holz wegmache, dann plumpst es ja unten in die Monsterfalle, aber wahrscheinlich bleibt es da dann einfach liegen und strömt nicht durch die Mitte ab. Und unser nächstes Vorhaben ist nämlich, es da unten so dunkel wie möglich zu machen und trotzdem von hier oben alles sehen zu können. Das heißt, ich werde jetzt hier alles abreißen und werde jetzt hier auch mal ein bisschen sicherer eine Glasplattform machen. Und die muss dann so funktionieren, dass nämlich, wenn uns Skelette abschießen, wir nicht mehr reinfallen. Die wird also ein bisschen größer ausfallen und so, dass wir ein bisschen mehr Spielraum zum Rumlaufen haben. Aber der Boden wird komplett aus Glas sein. So, dass wir halt unten immer sehen, wie die Viecher krepieren, aber seitwärts trotzdem alle anlocken können. Das ist jetzt erstmal der Plan. So, jetzt hole ich mir erstmal die Dinger hier wieder. Und jetzt geht es nochmal schnell nach unten. Da holen wir uns das andere Holz wieder. Hui! Zuschauerraum. Hui. Sammelraum. Und da liegt das Holz und wartet auf uns. Zack, haben wir zumindest einen Teil davon, einen Großteil davon haben wir wieder einsammeln können. Ein paar Klötzchen haben es nicht geschafft, aber das ist okay. Und es wird jetzt wird es schon Nacht, alter Schwede. So, dann beeile ich mich mal ein bisschen, weil ich habe die Monster ja noch aktiviert. Und ich würde gerne dann die Plattform auch ein bisschen größer haben, also nicht so klein wie vorher, sondern schon... ein bisschen ordentlich. Damit wir dann nicht alle 2 Meter auch wieder runterfallen. Aber wir werden eh nicht runterfallen, weil wir uns ja diesmal einen Schutzwall machen. So, dann kommt nämlich die Schutzgöttin oder die Göttin der Schutzbefohlenen, die heilige Johanna oder wie die heißt. War die das? Ich weiß es gar nicht mehr.
So, jetzt stehen wir hier ein und jetzt müssen wir eigentlich noch... Noch ein und noch ein. Und jetzt geht's nämlich hier. Zack. Wenn man da runterfällt, dann holt man sich einen ganz stacheligen Arsch. Das ist bestimmt total witzig. So, und weiter geht's. Noch sind keine... Ah, die erste Spinne ist zu Gast. Die will auch direkt angreifen, aber leider hat sie gerade ganz andere Probleme. Ich hoffe nur, dass jetzt kein Skelett kommt und uns da reinschießt, weil das wäre nämlich extrem uncool. Also das wäre es jetzt noch. Wenn wir jetzt da reingeschossen werden, dann gebe ich aber... Dann hänge ich meinen Job an den Hut, also mein Minecraft-Let's-Player-Job und dann werde ich Gärtner beim Gartensimulator. Hauptberuflich. Nein! Wollte ich jetzt schnell bauen und das kommt davon, wenn man zu schnell baut. So, jetzt haben wir zumindest ein bisschen mehr Spielraum und wir können, auch wenn das gerade hässliche Texturen sind, aber wir können unten ganz toll sehen, wie die Spinne zermatscht wird. Hurra! Und das gleiche hoffentlich auch mit anderen Monstern. Ich guck mal, ob hier irgendwas ist zum Anlocken gerade. Ein Schwein, na super. Ach, ist das schön. Und jetzt frage ich mich, baue ich noch... Ich glaube, ich baue noch einen aus. Ich baue noch einen breiter und dann mache ich da nämlich so einen Schutzwall drauf, damit wir nicht mehr runterfallen können. Jetzt... Ah. Hier ist aber auch niemand sonst. So, zack, zack. Da hinten ein bescheidenes Skelett, aber das ist ja, also das ist ja, weiß ich nicht. Eine ganz bescheidene Ausbeute. Da hinten ist noch ein Skelettchen, aber eindrucksvoll ist jetzt was anderes. Ich überlege gerade, ob es eine Möglichkeit gibt. Nee, gibt es nicht. Dass die Monster uns da unten durchaus sehen können, aber die gibt es nicht, ohne dass man das Risiko eingeht, da auch reinzufallen. Apropos reinfallen. Oh, 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 oh. Los, schwimmen! Na also. Oh nein, und da sind doch schon Creeper. So, jetzt habe ich da doch zugebaut. Und die Creeper haben uns nicht gesehen. Wieso bin ich denn jetzt gefallen? Ich habe doch die ganze Zeit Shift gehalten. Komisch. Da ging mir ja gerade ein bisschen die Düse. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Das wäre auch ein scheiß Zeitpunkt, in der Monsterfalle zu landen, während da unten Monster drin sind übrigens. So, hey Skeletti. Hey Popetti. Hallo, Herr Skelett. Skeletor? Ja, hallo, Skeletor. Ah. Herr Creeper? Ach Mensch, hier, Herr Creeper. Creepy? Mit ein bisschen Glück kann man auf Vollbild übrigens da hinten noch unser Dingens, unser Signallicht sehen. Das sehe ich hier zumindest gerade beim Aufnehmen. Ich weiß nicht, ob YouTube das noch hinkriegt. Da sieht man ganz in der Ferne das Signallicht noch leuchten. Sehr cool sowas. Uah, gar nicht gesehen. Mach doch keinen Scheiß, Kollege. So, das Skelett scheint da unten sich aber wohl zu fühlen. Ja, vielleicht sollte ich da unten... Ach nee, Feuer bringt ja nichts. Bei Feuer werden die Monster gelöscht. Das habe ich in der Showwelt probiert, einen Feuergraben zu machen. Und so, dass mit Wasser die Items abgetragen werden. Aber da habe ich ja nicht weit genug gedacht, weil natürlich mit Wasser auch die Monster gelöscht werden. Das Skelett scheint sich auf jeden Fall pudelwohl zu fühlen. Das ist jetzt nicht ganz so im Sinne des Erfinders, aber das kann passieren. Und jetzt mal gucken, ob wir hier nicht irgendwas... Mit Holz müssten wir jetzt eigentlich hier hochbauen, ne? Müssten wir eigentlich die Wände hier aus Holz machen. So, la 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 la. Wir könnten natürlich wieder mit Wolle bauen, aber das lasse ich mal lieber, weil wir brauchen die ja noch da oben. Hoch droben auf dem Berge. Tja, die Creeper sehen dann hier wirklich nicht. Hm.
Ich glaube, ein Zaun wäre sinnvoller gewesen. Moment. Plopp. Plopp. Ich glaube, ich mache dann einfach einen Zaun hier ringsrum, weil durch die Holzblöcke, die sind zwar ganz fantastisch, aber da sieht man dann einfach zu wenig durch. Da stirbt jetzt ein Skelett, wie man hört. Ich muss nur aufpassen, dass uns hier niemand anschießen kann. Hey, Spider-Man! Ja, klappt soweit aber schon mal super. Und wenn man hier oben ein bisschen ausbaut, dann macht die Monsterfalle auch gleich viel mehr Spaß, wenn man nicht alle 2 Meter runterfällt. Hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Wahrscheinlich falle ich gleich wieder runter. So. Muss immer nur aufpassen, dass hier keiner kommt. Kein Skelett vor allen Dingen. Und das da hinten mit dem Dingens, mit der Workbench da im Boden, ist zwar ganz lustig gewesen, aber das sollten wir inzwischen auch mal ein bisschen ändern. Doppelsterb. Aber sonst ziemlich wenig andere Viecher hier unterwegs, ne? Ganz schön laue Ausbeute, wenn ich da mal an letzte Nacht denke, wo es ja so richtig abging. Aber die sammeln sich auch immer beim Licht, die Viecher, habe ich das Gefühl. Ach Mensch, hey! Ja, in der Mitte fehlt einfach noch was, aber ich kann da nichts hinmachen, weil da der Spawner ist. Und auch die ganzen Vorschläge, ich soll noch einen Kaktus draufsetzen, geht natürlich nicht, weil man da zwischendurch einen Sand machen muss. Und dann kann da auch wieder nichts spawnen, das ist schon ein bisschen blöd. Hey, Creepy! Creepy! Creepy, Creepy, Creepy! Hier lang! Creepy! Creepy, Creepy! Tschüss, Creepy! Ach schade, ich dachte, die kloppen sich vielleicht mal. Spinni, Spinni, Spinni. Ja, aufregend. Und für solche Momente wie mit der Spinne hier wäre es praktisch, wenn die uns sehen könnte durch den Boden durch. Aber leider... Naja. Man kann ja nicht alles haben. Auf jeden Fall warte ich noch, dass es wieder Tag wird. Ah, der Creeper stirbt gleich. Lässt aber leider nichts fallen. Die Spinne auch nicht. Ach Mann, die sind so dropgeizig, die Viecher. Und die Sonne geht auf, aber... Naja, hier ist eh nichts los. Also das war eigentlich eher eine laue Ausbeute diese Nacht. Und ich warte noch drauf, dass der Tag ist, die ganzen Viecher krepieren. Dann können wir nämlich den Zaun bauen. Hier ringsrum. Und dann kann man vielleicht auch mal die obere Etage beginnen. Weil ich möchte ja das tagsüber... Ich mache jetzt hier drüber noch eine Holzetage. Haben wir genug Holz? Nee. Wir hätten vielleicht nochmal das Holz aus der Truhe mitnehmen sollen, aber egal. Dann schlagen wir eben nochmal schnell welches... Und dann machen wir hier eine Holzetage drüber. Das heißt, dass dann hoffentlich genug Schatten auf die ganze Geschichte fällt. Dass man hier dann dementsprechend... dass hier dementsprechend auch tagsüber Spinnen spawnen. Das ist ja mein Anliegen dann. Ich hoffe nur, das funktioniert auch. Ich bin mir noch gar nicht so sicher. Weil in der Let's Show-Welt habe ich da schon ein bisschen so rumversucht mit so einem schattigen Feld. Aber das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich das wollte. Es hat mal funktioniert, aber dann irgendwie nicht mehr. Oh, was soll's. Probieren wir es mal aus. Schaden kann es ja nicht. Dann haben wir halt notfalls noch ein anderes Häuschen hier. Juhu, Spinnenseide. Und immer wenn der Zombie rausspringt, fängt er an zu brennen. Das ist ja auch niedlich. Moment. Ich mach mal Folgendes. Ich mach dann hier vielleicht doch nochmal ein Loch rein ins Glas. Hallo, Zombie. Hallo.